Hey, yo, Ladies! Und verehrte Gentlemen! Alter, was geht? Ich bin's, euer Raffi hier. Herzlich willkommen zurück zu Lego The Hobbit, aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Ich habe mein Abi. Oh mein Gott, ist das nicht geil! Ach, Mann, oh Mann, ich sag's euch. Einfach so ein geiles Gefühl, alle Prüfungen hinter mir. Ich habe sie geschafft, Mann, ich kann's doch gar nicht glauben. Bin gerade nach Hause gekommen, hab mir kurz irgendwie hier ein Pide reingehauen, so ein Dönerartiges Zeug und. Jetzt nehme ich erstmal auf, ich war jetzt eigentlich voll behindert, aber scheiß Wetter draußen. Naja, oh Mann, Alter, ich kann es nicht glauben, es ist krass. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freue ich mich jedenfalls, aber nicht so sehr, wie ich mich freue, dass ich mein Abi habe. Das übertrifft gerade gar nichts. Ey, was haben wir denn heute vor? Ich will jetzt hier nicht zu lange rumdudeln, ich kann noch ein bisschen erzählen vielleicht, wenn ich hier mache. Ich glaube, wir müssen... Haben wir letztes Mal es sticht gemacht? Ich glaube schon, oder? Fliegen und Spinnen. Doch, das glaube ich, haben wir letztes Mal gemacht. Das heißt, heute gibt es mal wieder eine Overworld-Folge. Habe ich persönlich jetzt nichts dagegen. Mein PC geht übrigens auch wieder einigermaßen. Keine Ahnung, warum das lag. 2-3 Tage lang ist er hatte dann voll abgekackt. Das lag irgendwie am RAM oder am CPU. Ich weiß noch nicht ganz. Jedenfalls, hoffe ich, dass er geht. Und scheiße, jetzt habe ich mal kurz was vergessen nachzuschauen. Wisst ihr was? Ich komme gleich wieder. Show, da bin ich wieder. Und zwar wurde unter die letzte Folge ein richtig geiles Kommentar von Simanu 333 verfasst, ne? Der hat mir voll viele geile Tipps gegeben. Noel, danke an dich. Und zwar unter anderem soll ich mal das Erebor-Tor aufmachen, ne? Ich soll beim Erzabbau die Archäologen-Spitzhacke benutzen. Probieren wir doch gleich mal aus. Anscheinend, keine Ahnung, was das bringt, hat er nicht dazu geschrieben, oder? Nee. Probieren wir das. Hab ich die schon? Wir spielen nämlich das Spiel auch gerade auf 100% und kann viel mehr Lego-Rohstoffe abbauen. Euer nice. Und der gibt mir halt so ein paar Tipps. Finde ich sau nice. Alter! Alter! Wie geil! Kriegen wir richtig viel sogar. Nice. I like. So, und der soll noch kurz Erebor aufschlagen. Das mache ich auch noch kurz. Was hat er noch geschrieben? Beim Bonus. Ah, stimmt. Da ich ja immer vom Bonus-Level laber, dass wir da unendlich Stats kriegen. Hier 48 Millionen oder so, aber da ist das Ziel angeblich 1 Million Stars zu bekommen und ja, das geht halt, also mit Multiplizieren ist es halt, naja, wisst schon. Dann hört halt das Level auf. So, also was müssen wir jetzt hier machen? Schlage ich das mal kurz auf. Bin ich jetzt mal gleich interessiert, was... Oho. Hier, was macht das? Schau mal einer an! Wie super geil ist denn das bitte? Hier kann ich mir echt alles kaufen. Alter, nice! Wie geil ist denn das bitte? Du hast den legendären Rohstoffspender der Zwerge gefunden. Hier kannst du mit Stars, die du gesammelt hast, Rohstoffe kaufen. Geil, Alter! Voll bosshaft, Mann. Dann haben wir. Weil wir haben 12 Millionen, hallo, da können wir dann locker mal hier, wenn wir was brauchen, das. Alter, wie geil ist denn das bitte? Danke, danke für den Kommentar, Manu. Und genau, wenn du in der Overworld Quests oder Steine sammelst, kann es passieren, dass sich neue Ereignisse freischalten. So bilden sich auch Quests rein. Zum Beispiel kann es sein, dass du eine weiße Quest machst und eine rote Quest wird freigeschalten. Um die zu machen, musst du aber die Welt neu starten, also in dein Haus rein und wieder raus oder sowas. Genau, das war das fünfte, was er geschrieben hat. Also in dem Fall ist das vierte, aber insgesamt das fünfte, was ich jetzt hier erzähle. Das ja, liefert mir auch, also gibt mir auch hier Antworten auf meine Fragen. Finde ich nett. Solche Kommentare sind immer gut. Das heißt, wir machen trotzdem mal heute Quests weiter. Haben letztes Mal die Typen gefunden. Nein, stimmt, da haben wir doch gefailt, oder? Wo ist das hier? Nee, ist das? Nee. Wo ist denn... Hier. Da. Was ist das für eine Quest? Inaktive Quest. Und was ist das für eine? Die können wir noch nicht machen. Oder haben wir noch nicht angenommen. Okay. Hier brauchen wir den, aber ich wollte... Achso, das ist nur die Tagquest, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht gemacht habe. So, dann schauen wir doch mal hier weiter. Und dann wechseln wir irgendwann mal auf Tag und schauen dann alle Quests durch, aber wir haben noch nicht ansatzweise einmal alle durchgemacht. Dann läuft es schon. Ich trinke mal kurz ein Schlückchen H2O, okay? Ah, köstlich, ich sag's euch. Heute ist alles super geil. Erstmal sorry, dass das einzige Video heute ist, aber ich hatte bis um 4 Prüfungen. Und dann habe ich mir halt, wie gesagt, noch was zum Essen geholt. Nein, ich hatte nicht um 4 Prüfungen, was laber ich. Ich hatte um 2 Uhr
50 hatte ich Prüfung, davor hatte ich eine halbe Stunde Vorbereitungszeit. Achso, hier waren wir ja schon, das ist ja das mit diesem... Ach, so ein Bullshit. Dann markieren wir uns das da kurz, rein wir da halt kurz hin. Und dann bin ich halt wie gesagt noch zum Dönerfuzzi aus dem Dorf gegangen, ne? Und... ja, der war halt nicht da, da habe ich dann eine halbe Stunde gewartet, aber nichts kann mir heute den Tag vermiesen. Und ja, das ist es halt zu spät und dann hatte ich keine Zeit mehr mit Chavo aufzunehmen, aber der meldet sich sowieso nicht, also von daher. Seine Schuld, selber Schuld. So, was gibt's hier? Kann ich dir irgendwie helfen? Aus dem alten Trolllager dort drüben ertönt seit einiger Zeit ein schrilles Jammern. Manche sagen, dass die Steintrolle zum Leben erwachen. Aber wer soll das glauben? Man sollte das untersuchen. Mir nach. Alles klar. Wir müssen ihn gleich protecten. Das machst du gut. Komm, Hampelmänner. Hui! Hui! Okay, auf geht's. Oh mein Gott. Es ist die Trollmutter, die furchtbare Rache übt. Nein, oh nein, nicht die Trollmutter. Ich habe so viel Angst. Kann ich die hauen? Au! Au! Geh mal weg hier. Alter, kenn dich. Wisst ihr was? Du musst Troll mit Troll bekämpfen. Oder auch nicht. Gut, dann bekämpfe ich Troll halt nicht mit Troll. Vielleicht sollte ich ihn einfach trollen oder sie. Keine Ahnung, was muss ich machen? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich erstmal wegrennen. Habe ich Superschlag angemacht? Ich glaube schon, oder? Paar Euler, wie er ihm gibt. Boah, ja, bosshaft. Dann muss ich irgendwas zusammenbauen. Ach nein, nein, er ist angedödelt. Sie ist angedödelt. Hm. Mann. Ah, Hilfe! Ah, aua! Au! Why you hurt me? Don't hurt me! No more! Alter, wie ich ihm geb. Das sind doch voll die langen Animationen. Au! Au! Lass mich in pieces! Au! Hä? Huh. Kann ich mit denen irgendwas machen? Die sind einfach nur Bienenbaben. Ah! Ein Bosskampf! Flieg! Gib ihm! Gib ihr! Hahaha! Ha, ha. Au, au, hier ist was auf den Kopf gefallen. Schnell, Team up. Team up. Wo ist er? Wo bist du, Bilbo? Bilbo. Ah, hier. Nice. So muss das. Und dann hat sie nur noch zwei Leben. You only live twice. Oh, Mann. Warum tust du mir weh, Mann? Frau. Alter, was machst du? Alter, krass. Angedödelt, angedödelt. Wo bist du? Komm, nein, warum bist du tot? So. Nein, was machst du? Oh mein Gott. Bimbo. Komm doch mal jetzt her hier. Komm, 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 komm. Hallo? Muss ich der von hinten geben? Steht die auf sowas? Was soll ich machen? Oh Mann. Jungs, Hilfe. Hallo, Frau Trollmutter, was ist los mit dir? Jetzt hängt die fest. Weh, das ist schon wieder so ein hässlicher Bug. Das finde ich gar nicht nett. Nehmen wir kurz einen anderen Typen. Mich nervt es, wenn er immer so lange Animationen macht mit kaputt machen hier. Pow! Gib ihm. So, aber wie soll ich... Muss ich das von da machen? Hier irgendwie? Hier hinten? Von hier? Bin mir ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Vorher habe ich sie doch auch gerade gegeben. So ein Bullshit, Mann. Vor allem, die ist unendlich lang angedödelt. Ich glaube, die hängt da irgendwo fest. Kann das sein? Heute will mich alles kaputt machen. Schon scheiß Wetter draußen. Keine Ahnung. So, probieren wir es nochmal. Ja, wirklich Spiel laden.
dürfen ja schnell wieder da sein. War ja direkt ein Teleport-Statue-Zeugs daneben. Ich kann gleich mal wieder hier unter Extras alles anmachen. Superschlager, komm, Schlankflegel, warum nicht? Unbesiegbarkeit, keine Ahnung, lassen wir mal. Stats anziehen, ja. Und alle Stats, genau. Fortsetzen. Dann probieren wir es nochmal. Wo war das? Also wie viel wir hier noch haben zu machen, krass. Wir sind erst am Anfang. Aber wir haben schon einiges geschafft, würde ich sagen. 62% sind wir schon. Ist jedenfalls schon mal ein gutes Stückchen, ne? Hm, coole Musik aber jedenfalls. Trollhöhen! So. Probieren wir es nochmal, wenn es wieder... Ich verstehe nicht, was in letzter Zeit los ist mit den ganzen Bullshit-Quests hier. Immer irgendwie am Verkacken. Aus dem alten Tor. So. Also wir wechseln noch kurz Gandalf zu jemandem, mit dem wir Team abmachen können. Dann nehmen wir dann... Keine Ahnung. Nehmen wir... Nehmen wir... Schweren Teil und nehmen wir den einfach mal. Auf geht's. Das ist gut im Kämpfen. Oh nein, eine Trollmutter. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Das ist echt so. So, mal schnell weg hier. Au, oh, hey, hey, hey. Lass mich in Pieces. Mach mal kurz das Tier weg. Au, au, au. Au, au, au. Lass mich in Ruhe. Ach so, die kommen immer wieder, oder was? Kann es sein, dass sie da hängen geblieben ist? In so einem Teil, wenn die immer wieder spawnen? Das kann natürlich sein. So oder so ist was ziemlich behindert. Au! Hey, hey, hey. Nice. Aha! Da geht's instant. Nice. Schauen wir, dass wir das nochmal zusammenkriegen. Oder ich habe einfach irgendwas übersehen. Vielleicht sollte ich irgendwas auf die schmeißen oder so. Irgendwas Interaktives. Au. Oh, ich hab hier mich zerfetzt. Scheiße. Nein, nicht wieder da. Sie ist angedüdelt. Sie ist angedüdelt. Aha! Jetzt geht's auf einmal. Komisch. Also was wieder ein Bugfeuer. Naja, gut, dass es Laden und Speichern gibt, ne? Oh! Oida! So. Komm, Team ab und geben wir ihr. Nein, nein. Okay, gut. Sie ist nicht verpackt. Ich dachte schon. Pau! Naja, flieh bloß. Haben wir sie erwischt? Gut gekämpft. Wir haben sie erwischt, nicht du. Aber irgendwie tut sie mir leid. Was rede ich denn da? Trolle haben schließlich keine Gefühle. Oder doch? Dann, dann, dann. Ja, nice. Damit hätten wir uns wieder einen Mithril-Steinchen verdient. Warte, ist da rechts eine Quest? Oder ist das... woanders? Ich glaube, das ist woanders, oder? Hoffentlich. Vielleicht irgendwie draußen. Vielleicht ist es so eine Quest, die sich so entwickelt. Jetzt haben wir hier irgendwie die Trollmutter besiegt und jetzt müssen wir, keine Ahnung... Trollvater besiegen oder sowas. Das wäre natürlich sehr einfallsreich. Ist es hier oben? Oder ist es wieder hier unten drin? Muss ich mal kurz gucken hier. Das Ziel festlegen. Muss ich mal da hoch oder was? Schaut fast aus. Ah, schau mal einen an. Das ist Trollfeuer. Ich habe gerade 48.000 bekommen. Habt ihr das gemerkt? Nicht? Oh, dachte ich mir. Nochmal 48 mal 2.000. So krass. So, wo sind die Quests? Ist die hier? Muss ich da nochmal raus und reingehen vielleicht? Weil hier scheint sie ja nicht zu sein. Oder? Nö. Scheint echt nochmal da drin zu sein. Schauen wir nochmal kurz rein. Vielleicht muss ich das echt neu aktualisieren. Wie er gesagt hat, der Manu hier, der nette Typ. Auf geht's. Ah, schau mal einer an. Jetzt muss ich der Trollmutter helfen. Auf geht's. Oh, du bist es. Du willst noch nachtreten, wenn ein alter Troll am Boden ist, was? Ich wusste immer, dass meine Söhne als Steinstatuen enden würden. Aber was noch schlimmer ist,
Sie haben sich meine Kochschürze geliehen und sie nie zurückgegeben. Oh. Meine Schürze! Oh, du hast sie gefunden. Es gibt doch noch Gutes auf der Welt. Und viel Böses natürlich. Schließlich hast du meine Söhne in Stein verwandelt. Aber immerhin. Yay! Hat sie die Schürze jetzt angezogen? Oder? Das war ein bisschen klein, die Schürze für sie, oder? Ach, keine Ahnung. So, hätten wir schon mal zwei Quests hier abgeschlossen. Krass, oder? Wie es hier vorangeht. So, wo ist die nächste? Hier oben irgendwo. Vielleicht muss ich die jetzt wieder... Alter, was ist los mit dir? Muss ich sie wieder auftauen, oder was? Mittlerweile glaube ich, dass meine Söhne als Statuen besser dran sind. Denk mal darüber nach. Das Schlimmste, was einer Statue passieren kann, ist ein Vogelnest im Ohr. Allerdings könnten sie etwas besser aussehen. Dekorieren wir meine Steinsöhne. Hört sich gut an. Mit? Mit dem hier, oder was? Hey, check ich nicht. Müssen wir es vielleicht zuerst ausgraben hier? Wo ist er denn? Du kannst doch graben. Oh, nice. Muss ich da jetzt draufspringen? Oder war es das? Kann ich da draufspringen? Warte, jetzt muss ich mal kurz einen Elben nehmen. Das wäre voll geil, wenn ich da draufspringen kann. Oh, nee, schade. Sind sie jetzt genug dekoriert? Wie geil. Mittlerweile glaube ich, dass meine... Nee, ist noch nicht fertig. Ah, da sehe ich doch was. Nice. Schon viel besser, würde ich sagen. Na also, sehen Sie nicht gut aus? Mamas schmucke Söhne, sie verschönern die Landschaft. Danke für die Hilfe. Bitte. Ja, nice. Ah, schau mal, jetzt können wir hier sogar wieder einen Charakter freischalten. Ja, die Tollmutter, oder was? Jetzt haben wir hier drei Quests abgeschlossen. Alter, hier krass Questing ohne Ende in der Area. Genau, und ja genau, jetzt können wir uns die Tollmutter hier gönnen. Hallo. Wo steht denn da? Für Frau Troll, 15.000. Ein Schnäppchen, würde ich sagen. So, lass mich mal hier durch. Hallo, wo geht's hier raus? Hallo, lass mich mal raus. Ah, hier. Ja gut, gut, würde ich sagen. Schauen wir hier vielleicht als nächstes hin? Ja, oder eher hier oben oder eher unten? Ich wäre fast für hier unten, oder? Unten ist immer besser als oben. Nein, das war keine sexuelle Anspielung. Okay, schauen wir mal hier hin. Arbeiten wir uns erstmal so ein bisschen hier rum. Und random durch vielleicht. Ich meine, solange wir Quests machen, passt ja alles. Das Einzige, was, glaube ich, nervig wird... Das werden wir dann die ganzen Charaktere erstellen müssen und dann immer hin und her fliegen und schauen, dass wir auch hier das Richtige haben. Ach, schau mal. Schau mal einer an. Da brauchen wir doch bestimmt Sam. Du mal dein Ding hier. Oh ja, wie er reibt. So ein Boss. Ah, hallo Schneemann. Wie geht's, wie steht's? Schöne Rübe, die du da hast. Nice, kommen nehmen wir die Rüben hier mit. Auch wenn wir uns das jetzt kaufen können, aber egal. Das ist eigentlich voll bosshaft, würde ich sagen, das mit dem Kaufen. Hey! Oh! Alter, kenn dich. So was. Oh, jetzt hier erstmal schön die Archäologen-Spitzhacke rausholen und auf geht's. Pau! Oh ja, wie viel wir da rauskriegen. Krass. Echt krass. Pau! Nein! Oh Mann. Aber da kriegen wir, glaube ich, trotzdem so viel raus, wie wenn wir einfach einmal perfekt. Oh ja, nice. I likey likey. Hallo? Da Fug, was war das denn bitte? Okay. Einfach mal so spontan. Nee, ich will jetzt nicht weiter abbauen. Mach jetzt Feierabend, ich streike. Ach komm, Diamanten. Kann es sein, dass die schneller und kleiner werden? Hm,
Das kann natürlich sein, so mehr Potenzial nach oben. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber man kriegt richtig viel, richtig viele Sachen, das ist natürlich richtig geil. So, hallo Eistroll. Haben wir heute eine Trollfolge oder was? Zack. Na, ich glaube, die werden kleiner und schneller. Das heißt, wenn man halt dreimal failt, also halt das erste Mal failt und dann dreimal abbauen, dann kriegt man wahrscheinlich genauso viel. Aber wenn du es das erste Mal schaffst, dann kriegst du wahrscheinlich mehr. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Ist trotzdem jedenfalls besser. Zack. Nice, man kriegt trotzdem so viel. Danke für den Tipp. Sehr nützlich. So, was willst du? Guten Tag. Hallo. Keine Angst. Ich tue Besucher in meiner Höhle nichts. Ich könnte eher deine Hilfe brauchen. Ich bin etwas ängstlich im Dunkeln. Aber wenn ein Troll in die Sonne geht, na sagen wir, es ist nicht gut für ihre Haut. Ich hatte gehofft, ich könnte als Kompromiss ein paar Feuer in der Höhle machen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich wäre dankbar für deine Hilfe. Der redet wie so ein Ent, so richtig langsam. So, machen wir hier Feuer. Dann schmelzen aber die ganzen schönen Statuen. Oder? Mann. Schöne Elbenstatuen. Hat bestimmt jemand voll schön gebaut und so. Mann. Da oben ist noch eins, okay. Da oben ist noch eins. Wow, warum laggst du gerade so? Mein PC gerade wieder am Abkacken, das fand ich natürlich nicht so nett. Nice, warte, können wir hier mit dem Elb hochspringen? Mit dem Backflip bestimmt nicht. Ne, ich glaube nicht. Okay. Also hier weiß ich jedenfalls schon mal, wie man hochkommt. Brauchen wir so einen Stapler, einen Gabelstapler. Was machst du da drüben? Ah, achso, da ist eine Blume zum Hochspringen, ich sehe. Alles klar. Ich weiß, wie ich das Rätsel lösen muss. Bin ich nicht ein Boss? So, damit hätten wir das zweite Feuer. Komm mal runter hier. Genau, und dann können wir gleich den nehmen. Hier so. Zack. Und hier rüber krabbeln. Und runterfallen lassen. Perfekt, da haben wir gleich noch ein Mithrilsteinchen hier abgesahnt. Alter, läuft bei uns. Oh, viel besser. Es tauen Körperteile auf, die ich noch gar nicht kannte. Ihr. Alter Reisender, es ist wohl an der Zeit. Er hat bestimmt von seinem kleinen Zeh geredet. Die Wilde umzuziehen. Bitte, nimm das für deine Hilfe. Das ist aber nett. Hättest mir auch gerne zwei geben können. So, muss ich die jetzt neu laden mit der Quest? Wie ist denn das? Ich schätze mal schon. Wie sich hier immer so Quest-Dinger ergeben. Rein. Ah, schau mal einen an. Vielleicht können wir das sogar bauen, was er will. Hallo nochmal. Wie gut, dass du vorbeikommst. Du kannst mir wieder einmal helfen. Kannst du nicht schneller reden, Mann? Ich bei Tag in eine andere Höhle umziehen kann. Aber es ist in Einzelteilen angekommen. Was ist das? Tja, wenn du mir hilfst, es zusammenzusetzen, zeige ich es dir gern. Was sagst du? Das heißt, wenn ich es baue, dann sagst du mir, wie es ausschaut. Das macht natürlich Sinn. Haben wir 10 Karotten? Ja, haben wir sogar. Das dürften wir sogar zusammenkriegen. Ja, locker. Hier, Planks und Steine haben wir eh immer genug. Bosshaft. Lass mal den Babo hier ran. Okay, was wird das? Irgendein Wagen oder was? Das wird so ein Papstwagen, glaube ich, oder? So mit Panzerglas und was weiß ich alles. Und dann kann er so rauswinken. Oder? Oder ein Sarg vielleicht? Das da? Lass uns einfach mal überraschen. Oh Mann, trojanisches Pferd oder was? Ups. Oh Mann, diese Witzbolde. Oh Gott. Und da soll er reinpassen oder was? Donnerwetter,
Du hast es geschafft. Jetzt kann ich tagsüber raus, geschützt vor der Sonne. Oje. Ich glaube, das passt nicht. Ich habe eine zu kleine Größe bestellt. Vielleicht, wenn ich ihn frage. Oh, entschuldige. Ich muss dich noch für deine Hilfe bezahlen. Das ist aber nett. Alter. Können wir damit rausfahren? Komm, komm, komm. Nein. So, nach vorne. Nach links, links, links. Nein, nach unten, nach unten. Haha. Komm. Oh Mann. Ich glaube, das wird nichts. Na gut, ich habe mal schön eingeparkt hier. Alles klar. Ah, schau mal, jetzt brauchen wir hier eine Sonnenquest, sehe ich gerade. Oh Mann, ey. Na gut, dann lassen wir das mal. Sonne mache ich wann anders. Haben wir jedenfalls schon mal hier wieder zwei Quests erledigt. Das ist jedenfalls sehr bosshaft. Komm, schalten wir hier als nächstes mal hier Chili frei. Chili, Chili, Chili. Chili ist doch ein cooler Name. Ich glaube, ich nenne mein Kind mal Chili. So, oder Schieling. Das ist bestimmt cool. Doch, doch, kann man lassen. Ah, rechts, schau mal, hier rechts oben ist... Wo komme ich da hin? Ah, da hoch wahrscheinlich irgendwie sowas. Na gut, kaufen wir erstmal den Typen hier. Ich frage mich, warum die uns wollen. Ich meine, wir haben ja immerhin... Wie komme ich da hin? Achso, ich wollte ja erstmal den Typen kaufen, gell? Trotzdem, wie komme ich da drüben hin? Oh Mann, das ertrinkt doch nicht. Muss ich da runterspringen, oder was? So. Jetzt düsen wir mal los hier. Nein, 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 nein. Muss ich da anlegen vielleicht und dann noch hoch? Ach, keine Ahnung. Wie es abgeht. Schon ziemlich schnell, muss ich sagen. Psst. Oh, mit seinem geilen Bart da. Was machst du hier so einsam? Soll ich dich mal befreien? Aha, wir können ihn sogar im Boot kaufen. Nice. Schon wieder ein Charakter freigeschaltet. Langsam füllt sich die Liste. Hab ich jetzt persönlich nichts dagegen. So. Wie kommen wir jetzt zu der Quest, ist die Frage. Wie er rumfliegt immer beim Springen. Oh Mann. Einfach super geil. So. Einfach da runterfallen dann, hätte ich gesagt. So spontan. Kommen wir bestimmt hin, oder? Probieren wir es mal aus. Ah, schau mal. Geht doch. Es ist wieder der Schmied. Sollte jeder gute Zwerg haben. Einen sauberen Bart und ein scharfes Auge. Für Schätze. In einem Trollschatz in der Nähe soll eine Archäologenspitzhacke liegen, mit der die habe ich sogar schon abbauen kann. Wie reich man werden könnte. Würdest du mir so eine besorgen? Nein. Ja? Du hast also die Archäologenspitzhacke aus der Höhle geholt, ja? Du scheinst selbst das Zeug zu einem Höhlenforscher zu haben. Ach, danke. Nach dem hier musst du jedenfalls nicht weiter graben. Hier, bitte. Oh, das ist aber nett. Das ist vor allem sowas anderes im Vergleich zu den ganzen anderen Geschenken, die ich immer bekomme. Ach, schon sozial. Oh Mann, aber das war doch eine leichte Quest. So kann die Quest immer sein. Oder die Quest, der Quest, das Quest. So, komme ich hier hoch? Schau mal einer an. Okay, da komme ich sogar. Hoch? Ja, okay, da komme ich hoch. So, was muss ich denn hier machen? Irgendwie an das Steinchen kommen, jedenfalls. Okay, ich glaube, ich muss da hoch springen. Ich sehe nichts, hier ist es so dunkel. Ah, was machst du? What you doing, man? Volles Parkouring hier drüben. Parkouring Ruffy in der Hood. Oh Mann, warum bist du nicht da drauf gesprungen? Eieiei. So, jetzt aber. Also geht doch. So, da dann springen. Ja, 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 das machst du ganz gut. Ja, fein. Und dann haben wir auch das Steinchen schon. Oder? Ja, okay, gut. Hallo. Geh mal weg hier. Oh Mann. Cool, dann haben wir hier schon mal wieder ziemlich viel in der Umgebung gemacht, hätte ich gesagt. Ja, haben einiges geschafft heute. Ich glaube, wir haben 5, 6 Metallsteinchen gesammelt.
Wir waren fleißig, hatte ich gesagt. Also, das war's mal wieder mit heute für die Folge. Für heute mit der Folge natürlich. Schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich, dass ich endlich mein Abitur habe. Jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Infovideo und was weiß ich alles. Mal gucken. Also, hoffe, euch hat's gefallen. Ich war's euer Raffi. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Over and outro.